alleine? Michael Schulze. Ja, so ähnlich, will ne? You break us, will you lose control? I know you need me to come over. The way I feel, I need to hear you so. You know you screw, screw, screw me up. But I still fall out for your love. And I know this isn't right. It's a feeling I can fight. Oh, I know, no, no, oh. I should drown away, but stay. Schön. Stark, meine Güte, Wahnsinn. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Ich bin Maximilian, 21 und ich komme aus Wuppertal. Yeah. Wuppertal. Nice. Wuppertal. Geil, Maximilian, es war super, super, super krass. Ich glaube, wir haben uns. Wie krass war's? Wie, super, 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 super krass. Dankeschön. Vor allem hast du einen Song gesungen von einem ehemaligen Talent, von Michael Schulte. Schon mal ehemaligen cool. Coach, Comeback-Stage-Coach. Ehemaligen Coach von der Comeback-Stage. Also, ich finde, es ist einfach eine geile Geschichte, ne? Was man halt so erreichen kann. Es ist kein leichter Song, den du dir ausgesucht hast, aber dafür war das richtig, richtig geil. Du hast diese eine Note rausgebeltet, die war richtig geil. Du hast danach eine andere Note rausgebeltet, die war, ich glaube, ein bisschen wegen der Aufregung nicht ganz in der Höhe, wo du sie gerne hättest haben wollen. Aber es war eine unglaublich geile Leistung und dafür danke ich dir sehr. Und ich würde mir wünschen, wenn du in mein Team kommen würdest. Vielen herzlichen Dank. Danke. Maximilian, du hast mich irgendwie gefangen mit deiner Stimmfarbe. Tendenziell hast du mir hinten ein bisschen zu viel versemmelt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, stehst du zum ersten Mal auf einer Bühne, also auf so einer großen, ist klar, aber du, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Was machst du sonst so? Also sonst bin ich halt Inklusionshelfer an der Förderschule und mach das halt, ja, mach das natürlich schon mein ganzes Leben. Ja. Aber auf so einer Bühne, wenn ich hier stehe, also da bin ich halt im Ausnahmezustand und da gerade den Ton, den du getroffen hast, triffst du dann natürlich nicht und das ist halt dann ein bisschen schade. Aber deine Stimme, das ist das Wichtigste, die hat uns verzaubert. Ich mag deine Stimme, ich fand das einen sauberen Auftritt. Ich hatte das Gefühl, dass wenn sich ein Coach umgedreht hat, dass es dich so ein bisschen immer wieder aus dem Konzept gebracht hat und du dann fast noch ein bisschen unsicherer geworden bist, komischerweise, obwohl das ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass sich jemand umdreht. Ich habe meine Augen geschlossen und dann dachte ich so, ich krieg's eh nicht mit, aber wenn hier halt alle jubeln, dann ist, muss schwierig, was sein. Ja. Ehrlich gesagt, da sprichst du es schon an, ich glaube, wenn ich dich von Anfang an gesehen hätte, dass du eigentlich eine Mittemponummer mit geschlossenen Augen quasi im Stehen so darunter arbeitest auf der Bühne, dann hätte ich wahrscheinlich nicht gebuzzert. Ich fand deine Stimme gut, aber du hast es so wie eine Studioaufnahme getrieben und nicht wie eine Performance auf der Bühne. Das musst du auf jeden Fall ändern. Das muss besser werden. Auf jeden Fall, ja, ist auch, wie gesagt, ist ein Ausnahmezustand, weil normalerweise sitze ich hinterm Schlagzeug oder noch eine Gitarre oder, ja, deswegen so komplett nackt ist das halt so ein bisschen eine andere Situation. Ja, aber zumindest, ich finde, man muss gar nicht irgendwie rumtanzen oder einen Moonwalk machen auf der Bühne oder so. Aber wenn du die Augen mal aufmachst, ne? Es gibt Sänger, die haben 80% des Songs die Augen zu, dann machen sie sie einmal auf, aber zum richtigen Moment und dann gehört das zur Performance. Das reicht schon. Aber man kann an allem arbeiten und ich hätte Lust, wenn du Lust hast. Ich habe auf jeden Fall Lust. Maximilian, du hast eine Auswahl. Du kannst quasi wählen, den Luxus, die Qual der Wahl. Schwierig. Hast du irgendeinen Gameplan gehabt vorher?
Ja, den hatte ich, aber hätte nicht gedacht, dass ich dann doch so viele umdrehen. Also, was wäre deine erste Wahl gewesen? Also, ja, eigentlich schon. Ja, Nico. Ja. Und? Und was spricht dagegen? Das muss ich nochmal überlegen. Ich weiß nicht. Also. Die netten Herren, die sich hier noch umgedreht haben, hätte ich ja nicht mit gerechnet. Also. Ja, Nico. Geil! Geil.